Heute befinden wir uns auf der Burg Lockenhaus auf den Spuren der Blutgräfin. Welch schaurige Geschichte uns hier erwartet, sehen Sie in unserem Beitrag. Durch die Legende, Báthory habe im Blut der ermordeten Mädchen gebadet oder dies sogar getrunken, um sich ihre Jugendlichkeit zu erhalten, bekam sie den Beinamen die Blutgräfin. Und genau von dieser handelt es sich bei der Führung. Die Blutgräfin Elisabeth Báthory, die größte Serienmörderin aller Zeiten. Sie hat insgesamt 650 Dienstmädchen umgebracht und ist deshalb, wie gesagt, im Guinness-Buch der Rekorde als größte Serienmörderin aller Zeiten. Die beiden Autoren Gerald Axelrod und Liane Angelico erzählen anhand von Schautafeln und Originalschauplätzen und geben so einen Einblick in die grausige Vergangenheit der Elisabeth Báthory. Was ist ihre Rolle bei dieser grausigen Biografie? Mein Part ist der mystische Part, das heißt, ich stehe für Fragen, die was so nebenbei mehr oder weniger gestellt werden, ihm zur Verfügung, das heißt, was hat sie für ihre Hexensprüche gehabt, was hat sie für eine Magie betrieben, welcher Mythos hängt um die Báthory, Fragen wie zum Beispiel die Farbe der Kleidung etc., also die ganze Mystik und das ganze Hexenwesen rund um sie. Inwieweit der Ehemann der Blutgräfin, Franz Nadasti, mit dem Beinamen der Schwarze Ritter in die dunklen Machenschaften der Gräfin verstrickt war, bleibt bis heute ein Geheimnis. Wir sind jetzt also, wie Sie alle sehen, in der Folterkammer und jetzt geht es um die Frage, hat die Blutgräfin wirklich im Blut ihrer Opfer gebadert? Sie ist ja nicht durch die Morde, die sie tatsächlich verübt hat, berühmt geworden, sondern eben durch diese Legende, sie habe im Blut der Opfer gebadert, um ewige Jugend und Schönheit zu erlangen. Wir befinden uns hier im Kultsaal der Tempelritter. Die Burg Lockenhaus hat früher den Tempelrittern gehört. Und Sie wissen vielleicht, die Tempelritter waren ein Orden. Nach einer Sage gehörte einst Burg Lockenhaus unter anderem den Tempelrittern. Diese wurden aber durch Verrat eines Knechtes an den Feind gezwungen, die Burg zu verlassen. Welche Bücher zählen zu Ihren neuesten Werken? Unsere neuesten Bücher sind Die Geheimnisse der Blutgräfin Elisabeth Báthory, das vorletzte eben Transsilvanien im Reich von Dracula. Also hier haben wir uns auf die Spuren von Vampiren und Serienmörderinnen begeben. Früher was ganz anderes. Wir haben auch schon über Engelstatuen auf italienischen Friedhöfen oder Irland oder unsere vielen Reisen durch Europa Bücher gemacht. Gruseln und Schaudern überkommt einen bei diesen Erzählungen über die Blutgräfin. Wenn Sie aber mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie einfach bei einem der nächsten Führungen vorbei.